Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge wurden wir von einem Viech gefressen. In dieser Folge werden wir aus dem Viech rausfliehen. Und hier haben wir einen See aus Magensäure, in dem man instant tot ist. Okay, also ist das hier eine Sackgasse? Dann drehen wir um und laufen wieder in die Richtung, aus der wir kamen. So, hier wieder über diesen Ast drüber gesprungen. Okay. Verdammt. Wobei ich mich frage, wie so der Baum Magensäure aushält und wir nicht. Na gut, unsere Haut vielleicht nicht, aber eigentlich haben wir eine gute Panzerung. Hier, das wächst auch irgendwie aus dem Viech raus, was ich ganz widerlich finde. Wenn in eurem Magen, könnt ihr euch auch mal vorstellen, so ein Baum wächst. Nee, eher nicht. Ah ja. Aber bevor es zu eklig wird, gucken wir mal in die Richtung, da ist auch nicht weit. Und jetzt wachsen auch noch diese Waben in dem Viech. Oh, das ist ja widerlich. Hier ist ein Schrank. Eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass wir hier was finden müssten. Eigentlich. So. Wir mussten hier eigentlich was finden. So. Okay, verstehe ich nicht. Also eigentlich dachte ich, wir müssten eine Notiz finden, die uns etwas über diese Drüse erzählt. Ja. Haben wir aber irgendwie nicht. Irgendwie kam man. Ach so, wir haben das jetzt. Hier geht's jetzt weiter. Okay, das haben wir erreicht. Das ist ziemlich widerlich, was hier so alles aus den Wänden wächst. Oder aus den Böden. Einfach nicht drüber nachdenken, nur weiterfliehen. Also, eigentlich dachte ich, wir würden einen Zettel finden, auf dem das steht. Habe ich mich wohl scheinbar gehört, oder es würde so eine Quest-Nachricht kommen. Ich hoffe jetzt. Oh. Okay, das hier ist wohl der Ausgang. Also wir kamen dem Viech jetzt mal so. Entkamen dem Viech aus dem Arsch. Nicht sehr ehrenhaft, aber wir sind draußen, deswegen egal. So, hier geht's jetzt wohl weiter raus. Puh, und hier sind auch wieder Lagerräume oder sowas. Und da haben wir eine Tür. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, bei meinem ersten Durchspielen habe ich länger gebraucht. Aber jetzt sind wir wieder in Nerim zurück. Ja, und während eines Kampfes ist es nicht möglich, Teleportmagie einzusetzen, ist mir klar. Und endlich nach einer Folge, zwei Folgen, Flucht, schaffen wir es jetzt zurück. Und wo sind wir? Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht. Endlich habe ich aus dieser Hölle wieder rausgefunden. Nun bleibt zu hoffen, dass Callisto und Kim ebenfalls überlebt haben. Am besten, ich gehe zum Haus am Hafen zurück. Ja, eigentlich würde ich mich jetzt porten, das sieht wirklich besser aus. Stimmt schon. Von der Frame her, okay, 15 Frames gehen eigentlich. Nicht schlecht. Hier waren nämlich genau Banditen. An die erinnere ich mich noch und die werden wir jetzt auch erstmal ausschalten. Ja, okay, also werden wir sie nicht von hier oben aus ausschalten. Boah, ich hasse diese riesigen Collusion oder was auch immer Boxen. So, wir schießen. Ja, nehmen wir mal Frostwind oder. Ja, nehmen wir Frostwind. Kann man von hier aus vielleicht? Ja, es geht okay. Ah, es war auch ein Treffer, zum Glück. So, wie möchtest du uns denn angreifen? Wie möchtest du denn da hochkommen? Ah, schade. Ah, verdammt. Eh, dann kommen wir zumindest mal ihm ein bisschen entgegen. Okay, so nah wollte ich jetzt auch nicht, aber. Egal. Ja, der macht ordentlich Damage eigentlich. Ich frage mich immer noch, wie ein Bandit in einem Hemd ein Ritter in der Rüstung so viel Schaden machen kann mit einem, naja, süßen kleinen Streitkolben. Genau. So. Stirb. So, gut. Was haben wir? Kettenmaschinen, die nehmen wir mal mit. Speichern, rasten können wir auch, obwohl der Typ ein paar Meter von uns entfernt wird, deswegen.
Ich frage mich immer wieder, wie das funktioniert. Dieser Test, ob man da jetzt rasten kann oder nicht, weil wenn ein Wolf irgendwo, weiß ich nicht, uns versucht zu töten in 2000 Metern Entfernung, dann können wir nicht rasten, aber wenn hier so ein ausgerüsteter Bandit in der Nähe steht, dann ist es wohl egal. Aber wegen der vorhin schon erwähnten Asynchronität, also ich hätte da wirklich schon Schiss gekriegt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also ich habe es mir nochmal angeguckt und es sah eigentlich ziemlich synchron aus. Deswegen, also kann es sein, dass ihr das jetzt hier merkt und das ein bisschen asynchron ist oder dass ich das dann nochmal ein bisschen verschiebe. Von Sound und so her. Okay, das scheint wohl Teil eines Quests zu sein. Aber ich denke, dass es eigentlich müsste es funktionieren. Gut, wir haben ja den Teleportzauber von der Südstadt. Deswegen werden wir ihn jetzt auch mal anwenden. Teleport Ostia, genau. Zu wenig Mana. Was? Wieso zu wenig Mana? Nee. Nee. Wieso zu wenig Mana? Nein! Wieso ist der Teleport nach Ostian so teuer? Ach, verdammt. Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt... Wo sind wir ja? Okay, also es wird dann doch ein klein bisschen länger die Flucht dauern. Wir rufen aber unser Pferd und werden auch sämtliche Gegner auf dem Weg ignorieren. Ja, okay, wir haben noch ein bisschen von diesem komischen Elixier. Ja, Pferd rufen. Das geht gerade nicht. Was soll das denn? Ja, also scheinbar... Nee, ich glaube, das zählt jetzt alles noch so zur Flucht und wir sollen jetzt zu Fuß lang und so. Wobei das mich hier an den Anfang von Arkwend erinnert ein bisschen, also... Dass man gerade auf Arkwend angekommen ist. Arkwend-Veteranen wissen, was ich meine. Ja. So. Oh, das ist ein sehr... Ja, aber der hat uns auch schon gesehen gehabt. Na, aber egal. Wobei, eigentlich nicht egal, wenn wir ihm schon die Hälfte allein schon durch so einen Schleichschuss da abziehen können. Warum sollten wir es denn nicht auch machen? So, und schön durchs Herz. So. Ja, ich werde jetzt auch ein bisschen länger aufnehmen. So, weiß ich nicht wie viele Folgen, ein paar auf jeden Fall. In den letzten Tagen habe ich auch weniger abgeloadet, habe ich ja schon bereits erwähnt. Aber das sollte sich jetzt wieder ändern, also so 2-3 Parts pro Tag sollten da schon drin sein. Jetzt, das Dumme war halt auch, dass ich keine Videos mehr hatte, nur noch groteske Videos und die möchte ich ein bisschen verteilter senden, weil ich ja nicht weiß, ob ich das, oder ja doch, ob schon, aber wann ich da wieder aufnehmen können. Oder... Ja, doch, eigentlich schon. Aber egal. Bevor ich irgendwas anderes... Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Bevor ich, jetzt mit anderen Projekten anfange, also eigentlich wollte ich ja Kotor anfangen. Aber es ging dann leider nicht. Naja. Also das war auch asynchron, seltsamerweise. Oder es kam mir zumindest so vor, das kann ich auch nochmal überprüfen. Aber das größere Problem sind halt die Videos, weil die sind in BIK-Format. Also das heißt, ich muss die Videos immer, und es sind einiges an Videos, immer danach noch von BIK erstmal in AVI umwandeln. Und dann in das Video halt einfügen wieder. Aber das größere Problem ist eigentlich eher, dass das Spiel laggt wie Hölle. Also nicht laggt, was erzähle ich schon wieder? Nicht laggt wie Hölle, sondern ja auch theoretisch schon, aber die Ladescreens, es braucht ewig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es braucht für wirklich jeden Ladescreen erstmal ewig. Hm. Wobei, wenn das jetzt wirklich nicht asynchron ist, dann überlege ich mir nochmal. Also ist in näherer Zukunft überhaupt auf jeden Fall, aber geht jetzt erstmal in die nähere Zukunft. Da sehen wir wieder diese dämlichen Wahrheiten des Schöpfers? Oder Erbauers oder sowas. Wobei Erbauer ist es nicht. Schrein des Schöpfers. Erbauer wäre cool. Wer Thief gespielt hat,
der wird die den Erbauer ja kennen. Ja, Thief, auch ein schönes Spiel. So, aber hier geht's erstmal um Nerim. Und wir sind wieder angekommen. Hier wieder unser alter Trag, Elefant. Kardir. Ja, bitte? Was kann ich... Okay, was auch immer du machst, Kardir. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal... Ja, hier müsste es zum Hafen gehen, Richtung Hafen. Und in der nächsten Folge werden wir dann gucken, ob Kim und Callisto da sind. Also Leute, freut euch drauf.